Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Walking Dead Saints and Sinners Chapter 2 Retribution. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, hallihallo, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Walking Dead Retribution. Ja, beim letzten Mal haben wir zwei Baupläne eingesammelt. Einmal für eine SMG, für eine Einhänder. Die haben wir hier noch im Inventar irgendwo. Genau, die hier. Den Teufelspinsel, dafür haben wir uns den Bauplan letztes Mal geholt. Dafür sind wir zum Tower gereist. Und wir haben uns diese Einhänder-Schrofte, die ich hier in der linken habe, aber schon wieder von der Gitarre blockiert wird. Ich habe unten ja eine Gitarre, ich lege jetzt hier drauf, die nervt mich immer und immer wieder mal. Die hier. Auf die schicken Kagoa-Art. Wir haben eine Einhänder-Schrofflinde beim letzten Mal freigeschaltet. Das wird hoffentlich nützlich und praktisch sein. Beim letzten Mal wollten wir eigentlich die chirurgischen Scheren sammeln, die wir hierfür brauchen. Wir müssen eine Eieruhr und fünf chirurgische Scheren finden. Ich dachte beim letzten Mal ja, wir müssen dafür einfach zum Gebiet der Tower, aber das war offenbar falsch. Wir müssen die medizinischen Vorräte vom Tower, die bei den Durchsagen erscheinen, abgreifen. Und am Ende der letzten Folge haben wir abgehört, dass die bei Memorial Lane gerade die medizinischen Vorräte haben. Und deswegen gehen wir jetzt zu Memorial Lane. Dort werden aber höchstwahrscheinlich auch ein paar von der Tower-Gruppe rumgammeln. Deswegen sind wir auch stark bewaffnet. Also wir werden wahrscheinlich mehr Fern- als Nahkampf brauchen. Und wir haben beim letzten Mal auch diesen ends krassen Bogen getestet, der einfach ein Laservisier hat. Also, der Bogen ist wirklich awesome. Nur das Laservisier anzuschalten ist irgendwie ein leichter Krampf. Wenn man den ständig dann aus Versehen mit der anderen Hand greift. Naja, nichtsdestotrotz, wir gehen jetzt zu Memorial Lane und dort suchen wir die medizinischen Vorräte. Und wenn wir eh schon dabei sind, gucken wir, dass wir auch eine Eieruhr finden, die wir für die Handelsperson brauchen. Und wenn wir das Zeug gefunden haben, dann können wir auch direkt dorthin reisen. Müssen dann wieder bei Nacht dorthin zu... ich glaube, die Bourbon Street war's. Warte mal, das steht ja hier eigentlich auch bei. Ja, bei der Bourbon Street. Also, wir sehen uns bei Memorial Lane, Leute. So, Leute, da sind wir bei Memorial Lane. Jetzt müssen wir hier gucken, wo wir hier die medizinischen Vorräte finden. Die Zombies sind unser kleineres Problem. Außerdem sollten wir in den Häusern rumgucken, ob wir eventuell so eine Eieruhr finden. Na, guck mal, da ist schon die erste Matschbirne. Muss ich auch mal ein bisschen das Katana nutzen. Ah, es ist angenehmer, endlich wieder bei Tag unterwegs zu sein. Sollten uns da unten drin umschauen. Da liegt ein Zettel. Das war ich nicht. You effaced my name with grievous wounds. Each one repaid with the rage Alter. Of a killing blow. From this burden, we are freed. Ich hab gesehen, dass du hier rumstreunerst. Ich könnte dich auch boxen. Bloß nicht den Kopf verlieren. Hier war auch noch einer. Hier sind auf jeden Fall viele Fallen. Aber solange man ja die Dosen abnimmt, geben die Dinge ja keinen Alarm. Ah, ich glaube, da sind meine Vorräte.
So, jetzt leider nicht das, was wir brauchen. Naja. Da haben wir, was das angeht, wohl Pech gehabt. Ich denke mal nicht, dass noch eine Kiste hier rumsteht. Da ist noch ein Zettel. Old Town was no accident. It was a senseless slaughter. The handiwork of a twisted psychopath. Ach, hinter mir. While their intentions remain unknown, their means are clear. Dich zuerst. Mass murder and ruin. Irgendwie habe ich den Kopf nicht richtig erwischt. The evidence is mounting. This killer will be captured, and they. Ich habe dich hinter mir noch mitbekommen. Far above a chorus of rejoicing voices. Das war's mit dem Messer. Old Town shall rise again. The tower will always stand. Mama. Ich habe gehört, es ist Zeit für den Fight Club. Ich glaube, dass einer da drin ist. Ich denke mal, dass wir hier nämlich in der Küche ganz gut Erfolg haben können. Ach, da ist sie auch schon. Eieruhr. Guck mal, haben direkt das, was wir haben wollten, können wieder gehen. Können wir dann einfach zu Rampart reisen? Dann mussten wir ja, glaube ich, auch bei Nacht hin. Ich stehe mal extra kurz hier in der Ecke. Ja, dann gehen wir einfach so nachts zu Rampart und finden diese Whistles. Also sehen uns dann gleich bei Rampart. So, Leute. Wer sind wir? Explosives Zeug. Im Büro der Turnhalle. Ja, toll. Ich muss bei Nacht in die Schule. Was für ein Horrorfilm bin ich denn hier gelandet? Warum muss ich mittlerweile so viel bei Nacht machen? Warte mal. Das ist der Turm. Ich verstecke mich gerade kurz. Ich muss hier. Ich weiß nicht mal, wo das Büro ist. Ist das Ding. Ich liebe den Bogen. Und diesmal habe ich nicht fallen lassen. Vor allem den gehen deren Waffen dabei nicht kaputt. Warum immer bei Nacht? Kann ich nicht mal bei Tag hier hin? Tatsächlich finde ich es aber gut, dass die Tower gerade hier ist. Das heißt, dass hier weniger Zombies unterwegs sind, bei die alle schlachten. Weil tatsächlich finde ich die Zombies nerviger als die Tower-Leute. Die brauche ich nur peripher treffen. Büro. Das heißt aber auch, dass sie nur Menschen sind, ne? Wenn mir das extra mitgeteilt wird, dass das ein Gebiet von denen ist. Also brauche ich mir um Zombies eigentlich keine Gedanken wirklich machen. Thank you.
Ich versuche, auch wenn sie mich dadurch besser sehen, ich versuche trotzdem mit Lampe hier durchzukommen, damit ihr wenigstens ein bisschen mehr seht. Also ich sehe halt im Nachhinein mehr als ihr. Gut, dass ihr dämlich seid. In high school, I left a love note for her. Hä? Oh, I am so gonna enjoy taking you out, asshole. Ihr seid so doof. Den nehme ich wieder. Danke sehr. Die ist kaputt. Ich weiß, dass ich die Schule damals nicht gemocht habe, als ich hier war. Lichter. Was liegt da? Kaputter Granatwerfer. Ich weiß halt null, wo das Büro ist. Und dass es dunkel ist, macht es nicht einfacher. Headshot. Shit, someone's close. Gut, dass du dämlich bist. Gibt's irgendwo einen Gebäudeplan? Die haben irgendeinen Zombie gerade draußen abgeschossen. Principal Office. Das habe ich doch gesucht, oder nicht? Oder liege ich da falsch? Im Büro der Turnhalle. Ach, ich bin so... Ich bin so falsch, wie ich nur sein kann. Jetzt hör auf, den scheiß Schraubenzieher zu greifen. Ich hab Büro der Schule die ganze Zeit gedacht. Das war der Denkfehler. Ich wage mich zu erinnern, dass das Büro für die Turnhalle oben war. Da ist die Person, glaube ich, die ich treffen soll. Irgendwas habe ich da. Warte mal, ich mache sicherheitshalber die Tür hinter uns zu, Madame. Nicht, dass ungestört irgendwer reinkommt. Ja, willst du reden? Hallo? Hallo? Ich habe die Person jetzt hier getroffen, aber irgendwie passiert nichts.
Muss die Tür vielleicht doch offen stehen? Dann mache ich die andere Tür aber zu. Hallo. Ich glaube, die ist gerade verbuggt. Wisst ihr was, Leute? Ich starte mal eben kurz den Bereich hier neu, in dem ich mich eben kurz umbringe. Also, ich laufe da normal hier hin. Ich weiß ja jetzt, wo die ist. Wir sehen uns in ein paar Sekunden wieder. In der Hoffnung, dass sie dann funktioniert. Weil jetzt gerade ist sie eindeutig verbuggt. So, Leute. Ich bin jetzt wieder hier. Funktionierst du jetzt? Hey, you on the prowl? Ja, die war verbuggt. Not in my nature. The deal. That's where it's at. You looking the deal? You whistles. That put your mind at ease? Oh, yeah. Nothing I love more than dealing with fools who can't give a straight answer. My bad. I'm whistles. Yeah. I was just goofing. What do you mean? Desiree schickt mich. From the Pawn King sent me. She said you know where to score some serious firepower. Ah, Desiree. I haven't seen her in some time. Her daddy cut me off, but his girl and me, we've always been good. So what do you need some serious firepower for? Are we talking people, building, pack of corpses? What you looking to obliterate? Panzerung. Anything that will obliterate armor. Ah, yes, I feel you. Not my specialty, but I got the hookup. Problem is, I can't get to him right now. There's some interference. These trigger-happy reclaimed types got me cut off from my boy Maxwell. My go-to for the heavy ordnance. Supposed to meet up tonight, in fact. Library in Hardiman Hall. But reclaim got the whole area on lockdown. Anyway, you gotta find Maxwell. Once he hears my name, the explosion store is open for business. Do me a favor and remind him that he owes me that Forgath book. He'll know the deal. Maxwell? What's the deal with Maxwell? How can I trust this guy? Maxwell is true blue. Ex-Marine. Honor, loyalty, talks to God. He stumbled upon a huge stockpile of ordnance early on. Keeps it locked up in a secret location. Won't even tell me what part of the city it's in. Don't blame him, though. Explosives like that are damn hard to come by. But he should have what you need. Klingt ja nach einem tollen Typen. Maxwell sounds like a real prince, Whistles. Ich fände es übrigens echt toll, wenn dieses Spiel Untertitel hätte, ne? I'm holding you responsible. We understood? Crystal clear. I can tell by looking at you that I have no interest in getting on your pissed off side. Maxwell will play ball. Just drop my name and poof. Magic. The Reclaimed have it out for you or Maxwell? Nah, they're just flexing their muscle. It ain't personal. But I gotta tell you, this whole trade network thing with the Exiles, it's got everyone jacked up. Handelsnetz? Very funny. You don't have to play dumbass with me. That trade network's humming. Got everyone talking about a revolution, which is fine by me. But if you're the Reclaimed, you're trying to lay low. Know what I'm saying? They don't need a tower patrol coming through here looking for exiles to punish. They've heard that tune before. Okay. Cut through the Reclaimed, find Maxwell. Can I get on with it? Yeah, yeah, yeah. Consider the deal done. Don't let me keep you, killer. Okay, diesmal war sie halt nicht verbuggt. Die war gerade eben definitiv verbuggt. Ist ein süßer Rucksack. Hier waren ja auch ein paar Items verbuggt, also ich denke mal, der Raum war generell buggy. Aber diesmal habe ich die Leute hier tatsächlich auch in Ruhe gelassen. Vielleicht hat das auch einen Unterschied gemacht. Von Hardiman Hall. Ist das zufällig hier? Oder ist das ein eigenes Gebiet? Ich weiß halt nicht, wo die Hardiman Hall ist.
Vielleicht ist das hier hinten zu dem Gebiet. Ich könnte nach einer Bibliothek suchen. Ich kann da auch rausklettern. Die hängen ab. Das hat weh getan. Also die tun mir eigentlich nichts. Die sind friedlich. Da, ich kann zu denen hingehen, die tun mir nichts. Solange ich denen nichts tue, tun sie mir auch nichts. Und so gesehen ist das hier eigentlich eine Free Zone. Ich kann aber mich bei der Schule umsehen. Wenn ich weiß, dass es hier eh safe ist, ich muss ja nur auf Zombies achten. Die halten mir sogar den ein oder anderen Zombie tatsächlich von Leib. Nehme ich auch ein bisschen Postpone mit, ich habe das nicht eingesteckt. Wie gesagt, ich fände es halt auch irgendwo nice, wenn dieses Spiel auch Untertitel hätte. Da steht da zwar, aber gerade eben haben die auch nicht geschossen. Ich hätte hier einfach durchmarschieren können. Okay, doch, jetzt schießen die. Warum auch immer, gerade eben haben sie eigentlich nicht geschossen. Ach, da ist... Ich glaube, es wäre eigentlich sicherer, zurückzugehen und dann tatsächlich nachzugucken, wo das überhaupt ist. Leute, ich sehe gerade was, wo ich zurückreisen wollte. Warnung, wenn du das Gebiet jetzt verlässt, geht dein Missionsfortschritt verloren. Also ist der Typ wahrscheinlich tatsächlich hier. Jetzt ist die Frage, wo ist hier die Bibliothek? Ich wollte eigentlich gerade zurückreisen, dann habe ich diese Nachricht hier beim Boot gesehen. Mein Rucksack ist übrigens voll. Wo könnte dann die Bibliothek sein? Also bei der Seite wissen wir definitiv nicht. Ich glaube nicht, dass sie bei der Sporthalle ist. Da liegt was Schönes. Ich denke mal, in dem Gebäude ist es dann. Du standst gerade so kacke. Ich wäre jetzt zurückgereist, hätte das da nicht gestanden. Hardeman Hall. Tatsächlich hier. Kommt da einer von hinten gerade? Weil da war wieder dieses Geräusch. Hier muss ich aufpassen. Jetzt müssen wir hier eine Bibliothek finden. Ja, von der Seite gibt es mit aller Wahrscheinlichkeit keinen Eingang. Heißt, ich muss mich durchschleichen. Warte mal. Tolle Idee gerade, die mir kommt. Nicht den Pfeil abzuschießen. Sondern eine kleine Ablenkung zu schaffen. Als ob du mich trotz allem gesehen hast. Ich habe extra eine Ablenkung geschossen.
Mann, manchmal backt das so hart. Ach, friss einfach. Hallo? Ich zieh doch genau drauf. Boah, jetzt reicht es mir. Tired of your shit, tourist. Ich wollte ja eigentlich friedlich durch. Ich muss mich einmal heilen. Hi. Darf ich einfach vorbeigehen? Weil ich würde dich eigentlich eher gern da lassen, weil dann hältst du die Zombies weg. Der Bogen ist halt auch buggy. Ist deine Waffe noch intakt? Nein, die ist kaputt gegangen. Aber den Pfeil kann ich auch zum Stechen nutzen. So, wir suchen hier eine Bibliothek. Ich habe das Lehrerzimmer gefunden. Der Bandroom. Ist auch keine Bibliothek. Ist da in der Kiste was Schönes drin? Nein. Was war das? Das Geräusch vom Brechen im Holzschein hing. Weiß ich auch. I see you looking with them rabbit dog eyes. Well, I ain't gonna bite. Not in my nature. Leute, ich bin doof. Es gibt doch die Funktion Untertitel. Ich habe sie jetzt endlich mal angemacht. Es tut mir so leid. Jetzt können wir das hier nochmal mit Untertiteln anhören. Ich habe jetzt übrigens tatsächlich nachgeguckt, wo ich hin muss. Weil ich hätte das Ding ewig suchen können. Hier bei Nacht sich zurecht finden ist ja schrecklich. Not really. Answer the question. Yeah, I'm Whistles. The one, the only. What do you need? Desiree from the Parkinson Center. She said you know where to score some serious firepower. Ah, Desiree. I haven't seen her in some time. Her daddy cut me off, but his girl and me, we've always been good. So what do you need some serious firepower for? Are we talking people, building, pack of corpses? What you looking to obliterate? Anything that will obliterate armor. Ah, yes, I feel you. Not my specialty, but I got the hookup. Problem is, I can't get to him right now. There's some interference. These trigger-happy reclaimed types got me cut off from my boy Maxwell. My go-to for the heavy ordnance. Supposed to meet up tonight, in fact. Library in Hardiman Hall. But Reclaim got the whole area on lockdown. Anyway, you gotta find Maxwell. Once he hears my name, the explosion store is open for business.
Do me a favor and remind him that he owes me that Forgat book. He'll know the deal. What's the deal with Maxwell? How can I trust this guy? Maxwell is true blue. Ex-Marine. Honor, loyalty, talks to God. He stumbled upon a huge stockpile of ordnance early on. Keeps it locked up in a secret location. Won't even tell me what part of the city it's in. Don't blame him, though. Explosives like that are damn hard to come by. But he should have what you need. Maxwell sounds like a real prince, Whistles. But keep one thing in mind. If he fucks me over, I'm holding you responsible. We understood? Crystal clear. I can tell by looking at you that I have no interest in getting on your pissed off side. Maxwell will play ball. Just drop my name and poof. Magic. The Reclaimed have it out for you or Maxwell? Nah, they're just flexing their muscle. It ain't personal. But I gotta tell you, this whole trade network thing with the Exiles, it's got everyone jacked up. What trade network? Very funny. You want to play dumbass with me? That trade network's humming. Got everyone talking about a revolution, which is fine by me. But if you're the Reclaimed, you're trying to lay low. Know what I'm saying? They don't need a tower patrol coming through here looking for exiles to punish. They've heard that tune before. Cut through the Reclaimed, find Maxwell. Can I get on with it? Yeah. Consider the deal done. Don't let me keep you, killer. So, jetzt haben wir das hier nochmal gehört, nur diesmal mit Untertitel. Es tut mir leid, dass ich bisher die Untertitel nicht anhatte. Also ich weiß jetzt übrigens, dass ich auf der Gebäudeseite suchen muss. Ich habe mir jetzt extra hier online die Info dazu reingezogen, weil ich hätte wirklich ewig suchen können. Bei Nacht kannst du dich halt so gut wie gar nicht orientieren. Ich bin jetzt auch diesmal hier drüber hochgeklettert einfach. So, ich muss in den zweiten Stock. Aber tatsächlich muss ich dahin. Ich war gerade eben in der falschen Richtung. Wie gesagt, ich habe mir jetzt die Info geholt, wo ich hin muss, weil ich hätte sonst ewig suchen können. Was hast du denn Schönes hier verloren? Oh, richtig viel. Das war eine Bombe. Okay, nochmal laufen. So Leute, es war ein Kampf, aber ich bin wieder hier. Verpiss dich. Da ist ein Roboter. Einfach die Bombe einstecken, dann kann sie auch nicht hochgehen. Bin ich hier richtig? Hier müsste doch dieser Maxwell sein. Das ist die Bibliothek. Warum sind hier so viele Bomben? Hör doch was. Hallo? Was ist denn das? Ist mal verstaut. Ich höre noch wen knatschen. War für mich jetzt einfacher als das zu entfernen. Warte mal. So. Bombe entschärft.
Maxwell? Wo ist der Heini? Warte mal. Finde heraus, wo das Stöhnen herkommt. Oh, ein blauer Elefant. Ich höre das doch hier hinter der Wand. Ah, da. You shattered my family to serve yourself. Demolished by your own devices. From this burden. Looks like you got yourself in a tough situation, buddy. Wie mache ich das? Want me to get whistles? I bet you know what to do. Okay, ich soll Whistles holen. Wahrscheinlich explodiert das. Der lebt nicht mehr. Ja, dann zurück zu Whistles. Maxwell ist nicht mehr. Jetzt darf ich den ganzen Weg wieder zurücklatschen. Naja. Wenigstens nervt uns auf dem Weg nichts. Bin ich gerade eben den Scheiß entfernt? Hier war aber auch ultra viel aufgestellt. Das war aber auf jeden Fall der Garrett. Diese Verlorenen hatten damit nichts zu tun. Don't hang around. Weg mit euch. Ja, die haben die Explosion gehört, ne? Ja, raus hier. Krass, dass der so extremst aus dem Leben gesprengt wurde. Dieser Garrett, der macht echt keine halben Sachen. So, ich bin wieder da. Maxwell is dead. Damn. For real? That breaks my heart. He was a bud. Someone I could talk to. What happened? I think it was Garrick. Left behind a revenge note. I guess that's his thing. Man, that dude is a menace. And he had it out for Max, huh? I can't believe he's dead. It's so fucked up. Look, I'm sorry you didn't get what you needed. Check this out, though. I've been working on something for my own self-protection. A DIY grenade launcher type thing. I can't guarantee it's going to be heavy armor.
but it's the most lethal thing I've got. Here. You're gonna need some ammo for that. Check with your trade network bugs. Shle-boom. I heard they scored a couple crates of grenades on a scavenge run. That's some leprechaun shit right there. Ich liebe Granaten. I love grenades. No one loves them more than me, but they're not easy to come by. Ich habe vor Garf gefunden. Ach stimmt, ich habe ja so ein Buch gerade eben mitgenommen. I found Zerkalord. First edition. First edition for Garf? Holy shit. Which one? Can I see it? Ach, die, es war tatsächlich wichtig, das Ding mitzunehmen. Warte, wo habe ich das Buch? Da. Yep, this is it. Forgath Zerkalord. Max got me hooked on this. Das war ein Achievement. This was his favorite volume, which is why he held out on me for so long. You wouldn't believe the dreams I've had being this dude Forgath. Except I'm rocking this massive pair of shit-kicking boots, and that's all I do. I go around stomping the shit out of anything that gets in my way. You ever get into the series? Ich bin ein großer Fan. Yeah, I'm a huge fan. I've read all of them. I saw the way your eyes lit up when I said the name. Forgath is a fucking beast. I'll let you borrow it when I'm done. Probably be a few weeks, maybe a month. Just warning you. But for now, take this. Volume 1, Feast of Beasts. First edition. Fucking classic. I know you probably read it like 100 times already, but consider it a gift. From one Forgatha fan to another. Ich kenne das Buch nicht mal. Aber hey, ich nehme. Ich sagte, ich nehme. Have you heard of Garrick? Heard of him? I've seen him in action. Was up on a rooftop having a smoke, and I saw these tower scrubs running in the street, panicked. I couldn't really see what had them freaking out, but then this axe comes whipping through the air and whap, takes one of them down. Axe lodged right in the spine. She's down there, twitching and screaming. The rest just kept on running. Then this huge dude, size of a grizzly bear, steps out of the shadows and grabs the axe handle, and he starts dragging this lady behind him with the axe still in her, like she was some slab of meat. That was it for me. I couldn't get away from there fast enough. I've seen tons of horrible shit, but nothing like that, ever. Wait a second. Are you planning on messing with that dude? He needs to be dealt with. You're crazier than I thought. That's shit crazy. Ja, was glaubst du, ob ich einen Granatwerfer brauche? How did you and Maxwell connect? It's a fucked up story. You sure you want to hear it? Klar. I can handle it. Are you like sure? 100% positive? It's messed up. Jetzt will ich umso mehr hören. Yeah, I'm fucking positive. Tell the goddamn story. All right. Don't judge me. I hate being judged. So, about 2 weeks after I started rolling through the streets solo, before I had this new reality all figured out, my brain was on the brink. No food for almost 2 weeks. I was seeing things swooping down on me from the sky, like these bird phantoms with fangs and glowing eyeballs. Oof, terrifying. Thinking I'm finished, right? But then I stumble onto this fresh corpse, lying there naked. So I get out my knife. Maybe I can just carve off a little piece of that corpse. Crisp it up on a fire like a brisket. No one's around, no one's going to know. So after some deep contemplation, I say screw it. I dive right in, jab my knife into some ass meat, and the corpse jumps up, screaming and flailing. The corpse wasn't a corpse, it was Max. Oh, I apologized profusely. Then we just hit it off, talked for hours about our lives before all this. He was a good listener. Du hast ihn einfach dein Messer in den Arsch gerammt. You're right. Didn't need that image. I knew I should have kept my trap shut. Done chatting. I've got other shit to do. For sure. Send my best to Desiree if you see her. Logo. Einfach Messer in den Arsch rammen, während der pennt. Okay, ab nach Hause, würde ich sagen. Da
Tag 10 ist er weniger Vorräte verfügbar. Die Anzahl der Toten hat zugenommen. Okay, Leute, wir sind wieder hier. Zeug habe ich schon reingeschmissen für Material. Und ich habe auch schon beim Vorbeigehen gesehen, dass wir hier ein Teil zur Verfügung haben, dass wir das aufwerten können. Kann es direkt nochmal aufwerten. Das hat Dr. T freigeschaltet. Oh, die Kettensäge! Oh, die will ich sowas von nutzen. Ja, davon habe ich mehr als genug, kann das Teil haben. Ich brauche Zucker für Treibstoff. Kettensägen-Treibstoff. Warte mal, wir können die Gitarre, die hier oben liegt, ja einfach verscherbeln. Wo ist jetzt eigentlich dieser Granatenwerfer? Das war tatsächlich der Bauplan hier. Dann fehlt jetzt tatsächlich nur noch einer. Ich kriege den gerade nicht aufgehoben. Le Boom. Aber das Problem ist, dafür brauche ich auch Stiele. Ich muss dringend Holz mal sammeln für Stiele. Ich denke mal, den brauchen wir jetzt nicht sofort. Ich sehe mich sowas von mich damit selber töten. Ganz ehrlich, ich schmeiße jetzt die Granate. Die mich sowieso immer nervt. So, drei Stromleiter. Ja, dann haben wir fast das beim nächsten Mal ausprobiert wird. Oh, damit kann ich so viel Scheiß anrichten. Oh, jetzt wird gesägt. Kann ich das auch mit beiden Händen halten? Das wird sowas von beim nächsten Mal ausprobiert. Kann ich mir das auch dahin tun, wo das Katana liegt eigentlich? Also kann ich mir das einfach über den Rücken tun? Ja, kann ich. Ich kann doch statt dem Katana mitnehmen. Oh. Katana, du bleibst mal dann eine Weile hier. Ich will die Kettensäge beim nächsten Mal ausprobieren. Alter, jetzt wird gesägt. Katanas Rückversicherung. Meldet er sich übrigens sofort, der Heini? Kanal 65 war es, ne? Okay, der hat sich noch nicht gemeldet. Was sagen denn unsere Missionen gerade? Tony muss sich melden und wir müssen halt den Auftrag abschließen. Da war jetzt aber, glaube ich, nichts mit Medical Supplies. Ist das Problem. Das heißt, einmal werde ich einfach so reisen müssen. Ja, dann können wir beim nächsten Mal einfach direkt die Kettensäge einfach ausprobieren und gucken, dort für ein bisschen was sammeln. Oder ich skippe einfach einen Tag bis zum nächsten Mal. Ich glaube, das ist eine bessere Idee, dass ich dann einfach einen Tag skippe. Ist natürlich ein kostbarer Loot-Tag, den man verschwendet. Ich kann natürlich auch die Vorräte, die gerade erwähnt wurden, einfach holen. Wäre wahrscheinlich auch wertvoll. Aber, Leute, wir haben eine Kettensäge. Beim nächsten Mal wird richtig losgelegt. Ich will das so hart ausprobieren, das Ding. Den Granatwerfer, den werde ich höchstwahrscheinlich brauchen, um Garrix zu besiegen. Also anders lässt er sich wahrscheinlich nicht beschädigen. Aber dass wir einfach einen fucking Granatwerfer bekommen, ist krass. Nur ein bisschen traurig, wie viel wir an Stielen brauchen. Da haben wir wirklich so einen extremen Mangel. Ja gut, aber an der Stelle kann man auf jeden Fall sorgen. Also ich hoffe, dass ihr Spaß beim Zusehen hattet. Wenn ja, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Lasst ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, sage ich mal. Ciao und bis dann.